Rhabarber-Eierlikör, so fruchtig und so cremig. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopf-Küche. Heute wieder mit einem richtig tollen Rezept, denn es gibt Rhabarber-Eierlikör. Perfekt zum Verschenken oder auch zum Selbstgenießen. Und der Rhabarber-Eierlikör ist wirklich total easy gemacht und schmeckt wirklich mega lecker. Bist du neugierig? Dann bleib auf jeden Fall dran. Und lass uns auch super gerne ein Abo da und drück die Glocke. Dann versorgen wir dich immer regelmäßig mit neuen Rezepten und super tollen Tipps und Tricks rund um deinen Thermomix. Jetzt fangen wir aber wirklich an und für den Likör brauchst du gar nicht viel und das sind folgende Zutaten. Rhabarber, Zucker, ein paar Himbeeren, eine halbe Vanilleschote, Eigelb, Sahne und Rum. Und wir fangen an, einen Rhabarbersirup herzustellen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal so ein Rhabarberpüree, nennt man das so, oder Kompott. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du es nennst. Ist ja auch egal, denn wir brauchen später sowieso nur den Saft. Also als erstes gebe ich jetzt einmal Rhabarber in den Mixtopf. Damit das auch später eine ganz gute Farbe bekommt, habe ich den jetzt auch nicht doll geschält. Denn normalerweise schneidest du ja eigentlich auch beim Rhabarber die Enden ab, also vorher natürlich waschen und machst so diese groben Fasern ab. Aber dann verliert das auch später gut an Farbe. Wir machen noch ein paar Himbeeren dazu. Ich hoffe, dadurch wird er auch ein bisschen nachher rot. Und Zucker. Der Rhabarber ist ja schon recht sauer. Und dann kommt Wasser noch dazu. Und dann muss das Ganze gleich erstmal aufkochen. Und zwar 20 Minuten Varoma Stufe 2 und zwar ohne Messbecher. Sehr gut, der erste Step ist jetzt schon mal sozusagen fast fertig. Ich brauche ja wie gesagt nicht dieses ganze Püree, sondern wirklich nur den Saft. Und deswegen passiere ich das jetzt einmal hier durch ein Sieb. Und dann sind nämlich nachher auch in unserem Likör keine Stücke drin. Statt Rum kannst du übrigens auch beim Likör ganz gut Wodka nehmen oder Korn. Da sind eigentlich also je nach Geschmack und was du am liebsten magst. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was dein absoluter Lieblings-Osterlikör ist. Gut, das läuft jetzt hier unten schön raus. Hat auf jeden Fall eine richtig schöne rote Farbe. So, ich habe das Ganze jetzt passiert. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Da muss man echt ein bisschen Geduld haben. Jetzt habe ich den Rhabarbersirup und der sieht gut aus. Ich gebe den jetzt erstmal wieder in den Mixtopf. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. So, dann kommt Eigelb dazu. Ist ja schließlich Eierlikör, ne? Dann kommt Milch dazu. Nee, stimmt gar nicht. Sahne. Aber ein kleiner Tipp. Wenn du die Sahne, also die Hälfte der Sahne durch Milch ersetzt, wird der Likör nicht so fest nach dem Kühlen. Wir geben jetzt Sahne dazu und den Rum. Wie gesagt, statt Rum könntest du natürlich auch Korn oder Wodka nehmen. Und dann kommt noch das Mark von einer halben Vanilleschote und die Vanilleschote selbst auch noch mit da rein, damit schön vanillig wird. Gib jetzt kein extra Zucker dazu, weil der Sirup ist ja schon mit Zucker gekocht. Und ich würde sagen, ich teste das dann und falls dann doch noch ein bisschen Zucker benötigt wird, gebe ich einfach noch ein bisschen dazu. Das Ganze wird jetzt aufgekocht. Jetzt bitte wieder mit Messbecher. Und zwar 14 Minuten auf 75 Grad, Stufe 3,5. Sehr schön, unser Rhabarber-Eierlikör ist fertig. Guck da mal rein. Oh, okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass der ein bisschen rosaner ist durch den Rhabarber. Ich zeig das mal hier einmal. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Jetzt sieht es halt richtig aus wie Eierlikör. Aber ich bin ja Mädchen, deswegen gibt es jetzt einmal Trick 17. Mache ich halt einfach ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe da rein. Wirklich nur so ein bisschen. Gut, ich habe das jetzt einfach noch mal ein paar Sekunden vermengt und gucke jetzt mal rein, wie es jetzt aussieht. Weil es soll ja nur so ein Hauch rosa sein. Ja. Das sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Ich denke, das Ganze fülle ich jetzt einmal um. Ich glaube, du siehst das jetzt auch hier ganz gut, ne? So soll das sein. Ich habe mir jetzt hier schon meine Flaschen vorbereitet. Da ist es natürlich wichtig, dass sie wirklich sauber und steril sind. Das kannst du ja super gut mit dem Thermomix machen. Schau dir da am besten mal unsere Varoma-Folge zu an. Ich kippe das Ganze jetzt hier einfach mit dem Trichter. Ich habe ein paar kleine Flaschen, weil ich das hier so ein bisschen verteilen möchte und wirklich verschenken möchte. Und dann gießen wir das um. Zur Haltbarkeit übrigens noch. Das ist so, dass der Likör kühl und dunkel gelagert, also geschlossen, im Kühlschrank ungefähr 2 Monate haltbar ist. Aber, ich kann es dir jetzt schon sagen, der ist so lecker, dass der keinen Abend hält. Da kommt nachher noch ein schöner Geschenkanhänger daran und dann ist das das ideale Mitbringsel für Ostern. Ich würde jetzt sagen, bevor ich jetzt weiter befülle, probiere ich das Ganze natürlich auch noch erstmal. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Prost! Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann versorgen wir dich wirklich ganz regelmäßig mit neuen Rezepten und super Tipps und Tricks für deinen Thermomix. Also, ich teste jetzt erstmal.
richtig lecker. Für mich muss auch überhaupt gar kein Zucker mehr ran. Wenn es dir zu sauer ist, weil Rhabarber ja ein bisschen säuerlich ist, kannst du einfach noch ein bisschen Zucker nachgießen. Also ich finde den so perfekt, ein richtig schöner, fruchtiger Eierlikör. Mal schauen, was ich jetzt damit mache. Vielleicht behalte ich noch ein bisschen und mache noch irgendein tolles Rezept damit. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass du heute wieder mal dabei warst. Ich sag Prost und bis zum nächsten Mal. Tschüss!